Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas. Ja, man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet, ich war die ganze letzte Woche flachgelegen, ohne Witz. Hat sich angefühlt, als hätte man mir glühende Kohlen in den Hals geschüttet, meine Birne hat gebrannt, meine Kehle hat gebrannt, alles hat wehgetan. Und ja, deswegen kam auch das angekündigte FAQ-Video noch nicht, auch weil ich es fast fertig hatte und dann komplett versaut hatte. Das heißt, das verschieben wir nochmal um ungefähr eine Woche. Bin ich jetzt zu frustriert, um das jetzt nochmal komplett neu aufzunehmen. Mache ich dann irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Jetzt kommt erstmal das Video. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass sich meine angekündigten Sparmaßnahmen mittlerweile bemerkbar machen. Ich habe ja schon mal angekündigt, dass ich mich ja von den meisten Händlern trenne, eben aufgrund einer Partnerschaft, die ich ab 2020 mit Goodyear eingehe, wo ich dann keine Probleme mehr habe, an irgendwelche Karten ranzukommen. Und nebst ihm will ich mir vielleicht noch einen japanischen Händler halten und einen mal für zwischendurch, und das war's dann. Genau, und dementsprechend versuche ich natürlich bis 2020 alles abbezahlt zu haben, heißt, kauf nichts mehr Neues und zahle halt gut ab. Und dementsprechend muss man ganz ehrlich sagen, ich kriege keine Sendungen mehr rein. Ja? Ich kriege keine Mega-Openings mehr, ich kriege keine Neuzugänge mehr geschissen. Das können wir dieses und nächstes Jahr wohl komplett vergessen. Das heißt, wir müssen uns Alternativen überlegen. An der Stelle auch nochmal, lieber Michael, hörst du mir zu? Du musst dich ganz, ganz dringend bei mir auf WhatsApp melden. Ich habe alle meine Kontakte sind flöten, auch deine Nachrichten auf eBay habe ich nicht mehr. Diesen Monat steht deine erste Überweisung an und ich habe deine Bankdaten noch nicht. Du musst dich melden, sonst kann ich mich überweisen. So, wie auch immer, genau, darum geht's. Wir müssen uns irgendwie Alternativen überlegen. Case-Openings und so weiter ist eine Sache, die kommt bei mir gar nicht in die Tüte, weil das macht nämlich jeder 0815 Standard-YouTuber. Das kann man sich überall angucken. Da braucht man nicht noch ein House of Cards, der das macht. Und der das auch noch kommentiert, obwohl er keine Ahnung hat, was das Spielerische angeht. Ich kann nur sagen, das sieht gut aus und das sieht gut aus und das sieht gut aus. Ja, toll. Bringt euch eine Menge. Ich schätze mal, ich werde euch öfter mal Einblicke in die Sammlung geben. Vielleicht kommen auch die ganz, ganz alten, es werden vielleicht noch die Abonnenten der ersten Stunde kennen, Kartenkunde hieß das, war unglaublich beliebt, das Format, wieder zurück. Was das ist, erkläre ich dann, wenn es zurückkommt, steht aber noch nicht fest. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr von der ganz, ganz alten Sorte noch seid, die dieses Format noch kennen. Die waren alle richtig traurig, als ich das abgeschafft habe damals. Genau. Und ja, ansonsten, ihr könnt ja mal Vorschläge reinschreiben in die Kommentare, was ich denn machen könnte. Aber wie gesagt, sowas wie Deck-Profiles oder Openings oder so von irgendwelchen Displays, das mache ich nicht. Also nur schon mal vornherein. Heute zeige ich euch einen Koffer. Ich hoffe, ich habe ihn euch noch nicht gezeigt. Ich bin mir nicht sicher. Ich konnte jetzt aber auch nicht unbedingt nachgucken bei jedem Video, weil ich habe mittlerweile, glaube ich, über 150 Videos. Und wenn man auch nur die letzten nimmt, das wäre ganz schön viel gewesen. Vor allen Dingen für jemanden, der krank ist. Ich hoffe, meine Stimme macht das auch mit. Und jetzt gucken wir mal in den Koffer rein, schauen uns das Ganze mal durch und besprechen vielleicht das ein oder andere Stück. Gut. Hoffen wir wirklich mal, dass ich euch den noch nicht gezeigt habe. Nicht, dass ich dieses Video hier doppelt mache. Gut. Ich würde sagen, wir machen das nicht allzu langsam, weil sonst braucht das ewig. Das ist nämlich mehr, als man denkt. Ich habe schon mal, glaube ich, so ein Testvideo gemacht. Und es ist nicht alles sortiert, also wird das ein bisschen chaotisch werden, aber das macht nichts. So, dann haben wir zuerst mal einen Topf der Gear Ultimate Rare aus dem Duelist Pack. Genau. Insgesamt habe ich 2 Stück von denen. Ja, ich habe erst 2 von denen. Das ist voll traurig. Ich suche auch die ganzen Reprints aus dem Duelist Pack Kyber Reprint aus den USA, weil die haben ja auch den gestanzten Rahmen. Und da unterscheide ich halt dann schon von der Optik her. Das heißt, ich will beide haben. Das gilt natürlich auch für den Chaos Imperator dran, aber 2020, ich komme. Genau. Richtig, richtig cool auf jeden Fall. Gefällt mir in Ultimate Rare sehr, sehr gut. Fast noch besser gefällt er mir aber in Secret Rare. Das ist jetzt das Normale, das ist genauso die deutsche Secret Rare Variante. Ich habe auch eine amerikanische, aber ich finde die Amis sehen gar nicht so gut aus beim Topf der Gear. Finde ich fast das deutsche Secret Rare noch schöner, wobei das amerikanische natürlich beliebter ist. Genau, dann haben wir hier natürlich noch ein paar Super Rare. Genau. Da haben wir jetzt noch ein Kamen, ein paar Black Rare, genau. Dann haben wir hier einen Drachenfluch. Oh Gott, Drachenflüche habe ich auch unglaublich viele. Ich glaube 18 Stück alleine in der Sammlung.
Genau, hier sogar einen First. Genau, also wie ihr seht, ist bei mir immer eine weiße Sleeve, eine weiße Small Size Sleeve, eine schwarze Normal Size Sleeve und dann in den Toploader. Das sieht aus wie so ein richtig schöner Bilderrahmen. Und dann dennoch mit den schwarzen Rändern, dann sieht das eben umso schöner aus. So, dann tun wir die mal da hinten rein. Dann muss man dann immer so ein bisschen von hinten drücken, damit die Toploader nicht verkratzen. Dann haben wir feierliches Urteil First. Ich glaube, die geht sogar irgendwas mit 38 Euro. Zumindest ging die das damals. Haben wir hier noch ein paar Unlimited. Ein Ultra. Ein Secret Rare Summoned Skull. Aus dem Anniversary Pack von Katsuki Takahashi persönlich gezeichnet. Mit der Unterschrift hier unten. Richtig cool. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht so viele von einem oder so. Dann haben wir ein Yatagarasu. Aus LOD. Von denen habe ich einige. Auch ziemlich viele in First sogar, glaube ich. Okay, das waren jetzt keine in First. Dann haben wir hier eine Wiedergeburt aus Hobby League. Da finde ich den Effekt halt so krank, weil da gehen die Streifen nur nach unten, ja, von dem Parallel-Effekt. Es gibt keine Querstreifen, warum auch immer. Dann noch eine Super Rare aus dem Retro-Pack und hier haben wir noch zwei Stück aus LOB. Das sind aber natürlich nicht alle, das sind auch nicht alle feierlichen Urteile. Ein paar sind auch noch gar nicht im Toploader von den feierlichen. Habe ich gesehen. Kommen also noch. Haben wir jetzt hier noch ein paar LOB Monster Reborn und natürlich auch hier aus der Legendary Collection. Der ist jetzt aus der Legendary Collection. Genau, wieder LOB Legendary Collection Dark Beginning. Dann geht's weiter mit den Töpfen, zumindest mit einem Topf. Mystische Elfe, genau, dreimal Kamen. Hier ist die Sphinx, die einzige Sphinx, die ich noch sehen kann, nämlich die Tynan in Secret aus der Master Collection. Schade, dass die nicht alle drei gemacht haben in Secret. Wäre viel cooler. Und die dann irgendwie so, dass die ein bisschen seltener sind und schon wären die Sphinxen gar nicht mal so unbeliebt im Allgemeinen. Aber da die aus diesem einen Set kam und die jeder hat und keiner kann sie mehr sehen. Ne? Unglaublich. Dann. Falls ihr euch fragt, warum ich Handschuhe trage, ich mag keine Fingerabdrücke auf den Toploadern. Goblin Angriffstruppe, jetzt sind Kamen, nichts Besonderes. Ja, auch hier jetzt in Ultra Rare First sind nichts wert, ne? Wer jetzt denkt, boah, Goblin Angriffstrupp, First PSV, paar Cent, also ohne Witz, auch Mint. Richtig schlimm. Hätte ich eigentlich schon ein paar Euro, 2-3 Euro, wenn schon. Aber ne, die gehen wirklich tatsächlich nur ein paar Cent auch in First. Das sind hier ein paar super gewesen, hier nochmal ein paar in Ultra. In Ultra habe ich auch unglaublich viele gehabt, das sind auch schon mal hier ein Tradebinder gewesen. Blue Eyes Toon Dragon, Dark Beginning 1. Zweimal in Secret natürlich auch dabei aus SRL. Ich habe, glaube ich, auch zwei in First. Den gab es, glaube ich, aus zwei Sets in Rare. Der ist aus dem Retro-Pack und ich glaube aus der Legendary Collection muss es auch mal eingegeben, wenn ich mich nicht täusche. Oh Gott, ich klinge wie so ein kaputter Abfalleimer. Ich hoffe, bei euch klingt das nicht so schlimm. Man hört sich ja immer selber anders als andere. Aber so wie ich mich gerade höre, furchtbar. Ohne Witz, ich würde sofort abschalten, wenn ich so eine Stimme höre. Gut, hier noch ein paar in Ultra Rare. Genauso wie gesagt, das sind sehr viele, die ich da in Ultra habe. Ne? Also, sind aber alle nichts wert. Nochmal ein Toon Dragon. Nochmal ein Toon Dragon. Der hier ist sogar in First, genau. Der deutsche First. Ich habe auch einen englischen First. Das ist dann der hier. Auch in Secret habe ich natürlich dann einige in einem sehr guten Zustand. Nicht zuletzt wegen Erik Hübner, der mir damals diesen einen Ordner für über 1000 Euro verkauft hat, falls ihr euch noch erinnert. Das war auch ein schönes Mega-Opening. Waren zwar viele kaputte Karten dabei, aber es war auch ziemlich viel brauchbarer Stuff dabei. Darunter eben diese ganzen gegen Tundrachen. Dann die mystischen Elfen, genau. Haben auch eine nochmal, noch zweimal Drachenfluch. Da werden uns noch einige von begegnen, weil wie gesagt, ich habe da wirklich relativ viele von. Bin ja mal gespannt, inwiefern sich diese temporäre Änderung auf meine Abonnentschaft auswirkt. Ob die da wirklich so lange dranbleiben. Fast 2 Jahre, bis es wieder weitergeht. Buster Klingenkämpfer. Ultra rare, richtig krass. Ich liebe diese Karte. Irgendwo müsste auch einer in First dabei sein. Natürlich nicht der, der ist Kamen. Oh, super rare, genau. Weil. Nochmal zwei Drachen für mich. Ich habe einen in First von einem Flohmarkt. Letztes Jahr war das, 2017, im August. Da gab es natürlich auch
eine Neuzugänge-Folge zu. Und da war lauter kaputter Schrott drin, aber halt wertvoller kaputter Schrott, wie Raigeki, Jinzo, glaube ich, auch First gewesen. Und da war der als einzige, nee, nicht als einzige, aber als eine von wenigen Mint-Karten dabei, auch nebst einem Zeitzauberer, der war auch Mint. Aber der war halt nicht First, sonst wäre der wahrscheinlich auch wieder einiges weg gewesen. Haben wir genau, Buster Klingenkämpfer, First. Ja, richtig heftig. Und wie gesagt, die begegnen uns noch öfter, das ist halt richtig crank. Genau, hier in Secret aus BPT habe ich auch zwei Stück, so geil. Boah, die sehen in Secret so fett aus, Mann. Mann, die hau ich mal kurz nach vorne, die muss ich mal später in der Yu-Gi-Oh! WhatsApp-Gruppe, in der ich bin, muss ich mal wieder angeben da drin, Das ist so ein richtiges Syndrom, das man dann hat, wenn irgendwer so seine Sammlung zeigt, dann denkt man sich so, und jetzt komme ich. Genau. Das ist eigentlich keine Ultra, das ist eigentlich auch eine Parallel. Man sieht es auch leicht. Genau wie die hier. Nur irgendwie ist der Effekt total schwach geraten. Deswegen habe ich die damals zum Einkaufspreis bekommen von Arni, statt seinem üblichen Händlerpreis. Keine Ahnung, was da damals schief gelaufen ist. Ach Mist, das mache ich denn. Die beiden nehmen. Nehmen wir halt einen, nehmen wir mal zur Seite für die Gruppe. So. Also ihr seht, wir brauchen schon so lange und es ist erst die eine Seite hier. Oh ja, Lord of Dees, wer kennt sie nicht? Früher wollte sie jeder haben. Aus dem Starterdeck Kaiba waren die, glaube ich. Heute kann sie keiner mehr sehen. Nichts mehr wert. Es gibt natürlich auch interessante Varianten. Wie zum Beispiel die hier vielleicht, den Colored Rare mit blauer Schrift. Ne? Oder halt daneben die etwas wertvolleren Varianten. Secret aus BPT und ein Prismatic Secret aus Japan. Habe ich auch einige da, das ist die aus Japan. Gibt es natürlich auch die Ding dazu, die die Flöte. Aber ich glaube, die habe ich noch gar nicht im Top-Loader. Das sind jetzt die normalen aus BPT, davon habe ich auch unglaublich viel. Für die erste habe ich richtig viel gelöhnt, ich glaube 50 Euro oder so, war natürlich voll übertrieben. Die geht schon ein paar Euro, so ist es nicht, aber 50 nicht, man hat mich voll über den Tisch ziehen lassen. Card of Demise, ein paar habe ich auch noch, ein paar, die sind noch nicht im Toploader, wieder ein paar Yatas, also ihr seht. Diesmal sind sie First, fast alle, ja genau, die drei waren jetzt zum Beispiel First. Wieder ein paar Settlements, Judgments, also ihr seht. Es ist hier wirklich tatsächlich ein bisschen durcheinander. Es liegt halt auch daran, dass ich meine eigenen Karten gerne durchgucke. Ja. Also bei mir verschimmeln die Karten halt nicht in dem Koffer irgendwo unterm Bett unbeachtet und niemand guckt sie mir an. Sondern es ist halt wirklich so, dass ich mich häufig mal hinsetze, mir die Handschuhe überstreife und dann gucke ich da mal ein, zwei Stunden, blätter ich dann da mal drüber. Und das ist halt einfach total geil. Ne? Genau. Summoned Skull, der normale. Das ist die einzige Holo, die hier ist, Dark Beginning. Das sind jetzt Cummins und hier noch eine Rare aus der Legendary Collection. Ja, kann man auch mal machen. Ich hoffe, der Akku hält durch, ohne Witz, Mann. Dann herbeigerufener Totenkopf. Hier ein Ultimate aus Japan. Habe ich auch zwei Stück, glaube ich. Da ist der zweite. 30 Euro geht das. Mir fehlt der aus BPT, fehlt mir noch komplett in Secret, will ich unbedingt haben. Der geht, glaube ich, auch 30 oder so. Und so ganz ohne Händler ist das halt gerade ein bisschen scheiße, an die ranzukommen. Ich habe natürlich meine Raten für 2018 so geplant, dass ich mir möglicherweise mal irgendwie auf eBay eine günstige Sammlung für einen Huni oder so holen kann. Aber da schaut es echt mau aus momentan. Ja, Takarazu wieder ein paar in First, ein paar unlimitiert. Wieder ein paar Card of Demise. Das ist jetzt die japanische Variante, die natürlich viel geiler aussieht, wegen dem darüber liegenden Millennium Ray Effekt. Genau, nochmal eine mystische Elfe. Ups. Und jetzt müssten wir durch sein. Fast, noch nicht ganz. Sah es bloß so ähnlich aus, das ist das zweite feierliche Urteil in First, genau. Dann haben wir jetzt ein paar Yatas, noch ein Kamen, wieder ein Drachenfluch in First. Ja, nochmal eine Yata, nochmal eine Karte auf die Meise, aber ich glaube, jetzt müssten wir eigentlich mit der Seite schon mal durch sein. Noch nicht ganz, genau. Mal jetzt die ganzen. Nochmal ein paar Drachenflüche, nochmal ein paar Pots.
Ja, so unglaublich, was in so eine Reihe reinpasst, ne? Könnte man gar nicht meinen. Da denkt man, das unterschätzt man richtig krass. Und dann wird's das unterschätzt, man. Ich habe das auch richtig unterschätzt jetzt, aber... Naja, jetzt sind wir am Ende angelangt von der ersten Reihe. Wir machen jetzt die zweite. Das ist die hier. So, dann haben wir jetzt den Dark Ruler Hades ein paar Mal. Das ist der Master Collection, richtig cool. Natürlich aus dem Originalset, das LOD. Genau, und Chaos Impera Dragon. Wusste gar nicht, dass die hier drin sind. Ich dachte, die wären in dem anderen Koffer. Auch gut. Vielleicht habe ich auch die bloß da nachträglich noch reingedonnert. Die dann noch irgendwie gefunden habe oder so. Hier könnte es jetzt sein, dass ich ein paar Mal an die Kamera stoße. Ich hoffe, es passiert aber nicht. Ja, wie gesagt, auch hier suche ich natürlich die englische Variante noch mit dem gestanzten Rahmen. Der liebe Julior, der ist jetzt seine gezogen. Ja, will ich natürlich auch unbedingt. Ich habe jetzt zum Beispiel 4 Stück in Ulti, aber das sind halt die normalen. Ne? Hier First sogar. Der wird auch erst im Januar bezahlt. Erinnert ihr euch noch, wann wir das Mega-Opening gemacht haben? Das ist unglaublich lange her und der wird jetzt erst diesen Monat bezahlt. Seine 230 Euro für die Sammlung damals. Ah ja, die haben damals ewig lang gewartet auf ihre Bezahlung. Nur deswegen hat das Projekt so funktionieren können, wie es halt funktioniert hat bisher. Ja, jetzt halt jemanden zu finden momentan, der bis 2020 wartet und mir trotzdem seine Sammlung jetzt schon abdrückt. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Würde ich sonst machen, aber das ist echt ein Ding der Unmöglichkeit, Mann. So lange wartet doch kein Mensch. Genau, die sind jetzt hier. Boah, lass mich nicht lügen. Legendary Collection. Das sind jetzt die meisten aus der Legendary Collection, aber ein paar aus den Dragon of Legends 3, genau hier. Ist auch dabei. Ich finde das voll unnötig, dass die in Ultra hier rausgekommen sind. Die hätten wenigstens einen schönen Secret Rare Print kriegen können. In Secret hätten die Karten nämlich auch geil ausgesehen. Sogar in Ultimate würde das wahrscheinlich gut aussehen. Das Siegel. War früher 5 Euro wert, das Stück. Jetzt ist der Preis natürlich im Arsch, ne? Das Ende von Anubis. Das TLM, genau. Gott, da habe ich auch unglaublich viele. Dann die in Ultimate Rare sehen natürlich auch extrem fett aus. Gehen aber gar nichts. Ein Ultimate. Das ist wirklich natürlich schon ein paar Euro, aber ganz, ganz wenig nur. Ich glaube 1,50 oder was, die gehen hier in Alti. Also wenn man den Händlerpreis weglässt, mit Händlerpreis vielleicht 6 oder 8 Euro das Stück. Genau, die Hände von Anubis sind auch alle First, das AST, aber AST First zu kriegen ist ja nun wirklich nicht schwer. Dann haben wir Gods, Ghost Golds, genau, meine sind glaube ich fast alle Englisch, bis auf der ist Deutsch. Die anderen müssten alle Englisch sein. Ein paar Spanische hatte ich, glaube ich, auch mal. Ich habe, was ich nebenbei noch erwähnen wollte, das mit dem Koffer wird ein bisschen schwierig, weil ich jetzt keinen neuen Stuff bekomme, sozusagen. In Ultimate Rare auch übel teuer gewesen, 40 Euro oder so. Wo war ich jetzt? Ja, weil ich halt keinen neuen Stuff ranbekomme, wird es natürlich auch schwierig, den für 2018 versprochenen Koffer. Also, das wird sollte so ein Koffer werden wie hier, auch mit zwei so Boxen und anderen Toploadern halt, wo dann halt die wertvollsten Karten drin sind, die ich so zur Abgabe habe. Und der wird dann verkauft. Das müssen wir wohl auf 2020 verschieben, ja. Also, das wird es dieses Jahr nicht geben, das wird es auch nächstes Jahr nicht geben. Brauche ich gar nicht anfangen, weil ich kriege ja keinen neuen Stuff rein, also kriege ich keine neuen Tauschkarten, also kann ich den Koffer nicht füllen. Das ist eine ganz logische Sache, reine einfache Mathematik, dass das nicht aufgeht. Und dementsprechend muss ich das für dieses und nächstes Jahr leider abblasen. Tut mir natürlich leid auf alle, die sich da gefreut haben. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht kommt. Das heißt nur, der ist übrigens auch First Englisch, ne? Richtig cool. Das heißt ja nicht, dass er gar nicht kommt. Das heißt halt nur, dass er sich jetzt hier um 2 Jahre verzögert. Und genau, aber wir alle wissen ja, 2 Jahre sind für mich nichts. Mich gibt es jetzt erst, glaube ich, 2 Jahre, oder? 2 Jahre? 3? Ne, 2 müssen es jetzt sein. Das zweite Jahr, wo er aktiv ist. 2 Jahre, die ganze Zeit aktiv, halt, und noch keine 2000 Abonnenten, Mann, das ist voll arm. Genau, hier in Secret Rare, richtig cool aus BPT, war ich auch froh, als ich den ersten gekriegt habe. Hier in Ultimate habe ich, glaube ich, 2 Playsets von. Ja, richtig geil. Oh ja, 1000 Eyes Restrict. In Ultimate Rare. Habe ich, glaube ich, 4? 4 Stück müsste ich haben davon. Hier nochmal ein Solomon's Judgment. Nochmal 4 Stück. Gold Ghost. Ich
glaube, die richtig teuren Karten, was heißt richtig teuer, da sind auch schon teure dabei, aber die noch teureren, die dürften dann alle in diesen Dingern hier drin sein. Diese Boxen, Überläufer First, das ist natürlich auch eine coole Sache. Oh Gott, die ganzen aufgegeben, ich kann sie nicht mehr sehen. Ich habe die Karte so oft. Also aufgegeben, da könnte ich echt drin baden gehen. Genau, hier ein Secret wäre vielleicht erwähnenswert, das ist der Master Collection, aber auch nur ein Euro wert. Relativ genau sogar ein Euro. Ja, ich sehe da so, Relinquished habe ich so viele. Und die gibt es auch in so vielen Seltenheiten. Ja, ich glaube, von denen habe ich dann am Ende über 60 Stück, genau, da haben jetzt noch die ganzen. Die sind jetzt alle Ultimate aus Japan, gehen ja auch so um die 30 ungefähr. Hier nochmal das letzte, 1000 als Restrict in Ulti. Na, die natürlich auch richtig krank, ne? Richtig geil. Genau. Hoppala. So, da habe ich auch bloß 3 Stück von aus der Master Collection leider. 1000 Rache habe ich 3 Stück in First. Ich glaube, das sind sie sogar. Genau, die sind alle 3 First. Geht natürlich auch einiges dann. Der Rest ist jetzt nicht First, aber ist trotzdem cool. Geht aber dafür erstaunlich wenig. Dann, glaube ich, bis 3 Euro oder so, wenn überhaupt. Und First halt gleich 45, das ist richtig heftig. Wie da die Preisunterschiede halt einfach sind, ne? Genau, und jetzt sind wir wieder bei Hades angelangt. Leute, bei Hades. Und jetzt scheißt mir der Akku ab. Das heißt, bevor wir hier weitermachen, werde ich erstmal meinen Akku laden. Und ich habe eh nur noch 7 Minuten, das heißt Speicherkarte leeren. Und dann gucken wir uns die beiden Boxen an. Wir sehen uns nach dem Cut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der hinteren oder machen wir mit der vorderen? Machen wir mit der hinteren Schatulle weiter. Genau. Auch hier haben wir natürlich wieder unsere allseits bekannten und beliebten, ich tue den mal wieder hier rein, allseits bekannten und beliebten Top-Loader drin. Und genau, die gucken wir uns jetzt gleich noch mit durch. Hier haben wir jetzt einen, oh, das ist was Cooles, ein Kawaga Hercules aus dem Tournament Pack 1. Da müssten uns noch mehr begegnen. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 oder von dem. Ein Kampfgeist des Weißen Drachen ist jetzt nichts allzu Besonderes. Genau. Gords, genau, den kennen wir auch aus DLG ist der. Das ist nicht aus dem Retro Pack. Wir haben es aber auch noch aus dem Retro Pack da. Der ist jetzt aus der Legendary Collection. Der hier ist jetzt aus dem Retro Pack 2. Ja, also Gods kennen wir ja alle schon. Wir haben es jetzt auch vorhin schon in Ghost gesehen. Ja, Eatos ist jetzt auch nicht ja, so sonderlich special. Hier ein paar Low-Rare-Riesenratten. Eine Rare aus DB und eine Kamen aus YS16. So, die legen wir mal zur Seite. Denn nur so können wir hier ganz gut an die restlichen Karten rankommen. Dann haben wir hier nochmal ein paar feierliche Urteile. Ihr seht, die gehen hier echt nie aus. Das ist jetzt eine möglicherweise besonderere Variante des Vechtariatos. Wir haben ja eine in First. Oder? Ja, genau. Und rein unlimitiert. In First ging sie zum damaligen Zeitpunkt, als ich sie gekauft habe, richtig viel, nämlich 65 Euro. Wie viel sie jetzt geht, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass sie weniger wert ist. In unlimitiert natürlich. Ebenfalls ist eine Oldschool-Karte, ist allerdings in einem 5D-Set rausgekommen. Genau. Ja, dann haben wir noch eine Giant Red hier in Secret und nochmal eine in Rare. Kennen wir ja schon, das Spielchen. Gut, dann gucken wir mal weiter. So. Genau, Paladin in Kamen, einen japanischen in Gold. Der ist jetzt aus MFC, allerdings nicht First. Irgendwo müsste ich auch noch eine First von dem rumfahren haben. Dann haben wir den in Prismatic Secret Rare in Gold. Mystische Raumtaifune, genau. Noch ein paar Riesenratten. Revival of the Doku Rider, das ist ein Ritualzauber, ein Rare aus dem Tournament Pack 2, die geht ungefähr 40 Euro. So um den Dreh rum. Green Kappa aus HL1, ein Super Rare, geht gar nichts, soweit ich weiß, aber ist trotzdem cool. Dann Chimera Master of the Beasts ist eine WCPS-Promo. Genau. Dann schauen wir mal weiter. Uppata. Genau. Dann haben wir eine Toon Mermaid aus MRL. Nochmal ein paar Kawaga. Genau, in Super Rare. Wie schon angekündigt, das sind die anderen 4. Ein paar Gemini-Elfen.
Deine rotäugige schwarze Drache im Prismatic Secret, richtig cool. Oh, in Prismatic Secret sieht sie einfach so fett aus. Nochmal Dark Paladin aus Dark Revolution diesmal, in Ultra. Dann Jinzo aus dem Anniversary Pack in Parallel. Nochmal aus dem Anniversary Pack, nochmal ein Dark Paladin. So. Ah, yes, da muss ich mal aufpassen. Upp. Dass mir hier nichts runterfällt. Beinahe schon eine akrobatische Meisterleistung hier. So, dann haben wir hier wieder eine Preiskarte. Der Ascension Sky Dragon, das ist eine von zwei modernen Karten hier drin. Die werden irgendwann mal raussortiert, aber noch lasse ich sie hier drin, einfach weil es Preiskarten sind. Die werden bei mir sofort eingehüllt, egal zu welcher Ära sie gehören. Genau, also preiskartentechnisch haben wir nur eine von denen. Wir haben noch ein paar Ultras aus Japan. Kommt allerdings auch noch die Originalpreiskarte irgendwann dazu, also quasi die Ultra-Rare-Variante. Dragon Seeker aus dem Tournament Pack 2 geht irgendwas über 120 Euro das Stück, haben wir zwei. Das ist meine Hand. Dann Mechanische Jäger, da haben wir einen in Ultra. Dann Thunmeerjungfrau kennen wir schon, nochmal eine Chimera. Nochmal eine Chimera. Drollbird aus WP11, das sind diese World Championship 2011 Booster Packs. Dann der Dokoro Rider aus dem Tournament Pack 2 in Rare, wo eben auch die Ding-Karte dazugehört, die Ritualzauberkarte. Geht in etwa 40 Euro. Genau, dann haben wir den zweiten Dragon Seeker. Hier ein Gold Millennium Rare, den Summoned Lord Exodia. Und gleich zweimal, ich hatte sie dreimal, eine ging damals an Creepfan, genau. Das hier ist jetzt die unzensierte Version von, ich glaube, der Manju mit 1000 Händen, wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir hier die japanische Variante von dieser neuen Magician Support, der jetzt dann auch bei uns in Englisch rausgekommen ist. Habe ich mir damals hier viermal aus der V-Jump geholt gehabt. Jetzt gibt es ihn ja auch auf Deutsch, also die anderen Exemplare werden dann auf Deutsch folgen natürlich und irgendwann werden die ausgemustert, obwohl die eigentlich ein bisschen seltener sind. Möglicherweise hole ich es mal auch aus der richtigen Jump, mal schauen. Dann haben wir wieder ein paar Thunmeerjungfrauen, oder Thunjungfrauen heißen die, auch ein paar in First. Ich glaube in First gehen sie so roundabout 10 Euro das Stück, oder zumindest war das so. Die Preise sind jetzt glaube ich nicht mehr aktuell. Ich glaube das letzte Mal, dass ich nach den Mermaids geguckt habe, ist jetzt auch wieder eine ganze Weile her. Scheiße, jetzt habe ich sie vorne rein. Hinten müssen sie rein. Nicht, dass wir hier am Ende noch durcheinander kommen. Das wollen wir ja nicht. Hoppala. So, genau. Dann haben wir... Ah ja, genau. Den Magier des schwarzen Chaos in Ultimate Rare Japan. Japan-Variante, genau. Dann haben wir hier nochmal ein paar mechanische Jäger aus dem Tournament Pack 3. Ich glaube 50 Euro das Stück. Testament of the Kane Lords, einer meiner absoluten Lieblings-World Championship-Promokarten. Müssten wir irgendwo noch ein zweites Mal haben. Dann zweimal Get Your Game On. Auch WCPS. Dann haben wir hier den Sayarui. Der ist jetzt in dem Ding, glaube ich, nur einmal drin. Aber insgesamt habe ich ihn zweimal. Die andere ist bei den anderen Sayaruis, wenn man die ausspricht. Muss ich auch noch irgendwie zusammensortieren. Dann haben wir den Eid des Festungswahls, die Ritualzauberkarte für den Festungswahl. Nochmal eine Inkarnation, nur halt diesmal die Legendary-Variante, die ist überhaupt nichts wert. Dann Injection Fairy Lily in Secret, auch cool, allerdings unlimitiert. Genau, dann schauen wir mal weiter. Bleibt ihr da? So. Wollen ja nicht, dass der Scheiß runterfällt. Genau, dann geht es hier wieder weiter mit den jeweiligen schwarz glänzenden Soldaten. Ein paar Festungswale aus dem Tournament Pack habe ich auch. Ich glaube, 70 Euro geht das Stück. Ich glaube sogar drei Stück in Deutsch, oder? Ja, drei Stück. Ne, vier Stück in Deutsch, zwei in Englisch. Das ist die andere Preiskarte, die Giant Hand. Die Super Rare Variante davon. Und das ist dann auch die einzige bzw. die letzte moderne Karte. Der Rest ist hier tatsächlich alles Yu-Gi-Oh! Oldschool. Und auch die wird natürlich dann aussortiert, wenn wir zu der jeweiligen Zeit einen Koffer haben, wo noch Platz drin ist.
Das ist jetzt erst, also ich bin jetzt noch am dritten Koffer, den ich gerade mache. Die anderen Karten habe ich noch gar nicht in diesen Koffern drin. Dann haben wir hier aus MFC First Edition Dark Paladin in meinem Lieblingsartwork. Don Saluk ein paar Mal. Nochmal ein paar Dark Paladins. Nochmal ein paar mechanische Jäger, mal nochmal drei Stück. Aus dem Tournament Pack 3. Das ist auch eine Preiskarte, auch eine WCS-Promo. Und zwar die erste, die rauskam. Das ist Kanan the Sword Mistress. Also WCS 001. Habe ich zweimal. Wir müssen uns also noch irgendwo irgendwie mal begegnen. Wenn es mich nicht alles täuscht. Und einmal diese letzte Karte, die da nicht mit rein will, ist er zum Kotzen. So. Genau. Nochmal ein paar Magier des Schwarzen Chaos. Ja, nochmal. Thunjungfrau. Don Saluk in dem alten Gold Rare. Sieht so geil aus in dem alten Gold Rare, ohne Witz. Richtig nice. Der war mal eine Kanalspende vom Johannes. Richtig krass, Mann. Aus DMG. Richtig heftig. Dann das hier ist das Sengenjin, allerdings nicht aus dem Premium Pack, sondern auch eine Preiskarte. Das ist die WCS 403. Geht aber fast gar nichts. Ich glaube 30 Euro oder so. Also für eine WCS ist das richtig wenig. Also richtig wenig. Ich glaube, günstiger geht's fast nicht mehr. Die nächstgünstigere ist die Chimäre mit 50 oder 60 Euro. Und danach geht's direkt in Hunderte von Euro. Also zum Beispiel Testament geht um die 500 aktuell. Ne? Genau. Jinzo. Secret natürlich, der ist jetzt aus BPT, ich habe auch noch einen aus PSV. Nochmal der hier in Alti. Genau, der hier ist jetzt aus PSV, genau. Dann hier aus roten Katzenhaar, das brauchen wir hier aber nicht drin. Weg da, weg da. So. Aus Dark Beginning, genau, der ist jetzt aus DL12. Oh, da seht ihr direkt solche Fahrer, Mist, so ein Scheiß. Und jetzt habe ich das Katzenhaar wieder drauf. Aus DL12 in blauer Schrift. Das ist halt das Problem, wenn man eine Katze hat und dann irgendwann kommt der Jahreszeitenwechsel so und dann fängt die an zu haaren, weil die ja das Fell umstellt und dann fliegt der ganze Scheiß in der Bude rum. Bleibt überall hängen. Wenn sie ihre Schmuseattacke hat, wird gerade irgendwas Frisches angezogen und siehst danach aus wie so ein einsamer Katzenliebhaber, der den ganzen Tag bei seinen Katzen liegt. Richtig schlimm, ey. Genau, das ist jetzt unsere zweite. Schädelsuchender Ritter, auch richtig schockierend. Die ist gar nichts wert, man. Das ist ein Turbo-Pack. Ultra Rare, hier 6 Stück vorhanden. Könnte man jetzt denken, boah, was für ein Rich Guy, Mann. Ja, von wegen. Ich glaube, 2,50 oder was da das Stück ging. Überhaupt nichts wert. Hier ein richtiges Schmuckstück. Der Red Eyes Black Metal Dragon. Black Metal ist gut, weil ich höre Black Metal. aus FMR, also Forbidden Memories war das, glaube ich. Da habe ich auch natürlich noch den Harpyen Spieldrache, aber der ist hier noch nicht mit dabei. Das ist eine richtig, richtig geile Karte, mein Lieblingsartwork. Und der geht so um die 80 Euro, also das ist auch relativ teuer. Genau, das ist der Ultimate. So, den lege ich mir auch noch kurz beiseite. Man könnte ja nicht glauben, gell? Es ist unglaublich, wie viel in so einer Box Platz hat. Also vom Gefühlten her sind wir jetzt hier locker dreimal schon durch, aber es kommt immer und immer mehr, ne? Irgendwann muss doch hier auch mal Ende sein. Waren wir hier schon? Ich weiß es gar nicht. Waren die in Secret Dish schon dran? Ich mache jetzt hier einfach mal kurz ein bisschen weiter, weil ich hier gerade keine Ahnung habe, ob wir hier nicht schon waren. Also, wenn wieder die Mermaids kommen, weiß ich aber Bescheid, ne? Ja, genau, hier waren wir schon, genau. Das ist jetzt die andere, wo ich... Oh, den haben wir, glaube ich, übersehen, oder? In Ultimate. Ja, das ist auf jeden Fall die, wo ich meinte. Die ist nach Sengenjin die zweitbilligste, obwohl sie so krass halt auch aussieht. Zwischen 40 und 60 Euro ging die immer. So um den Dreh rum. Ne? Natürlich immer mit ein paar Variationen. Mal 50, mal 40, mal 60. Aber ich glaube, teurer habe ich sie noch nie gesehen. So, das war jetzt die obere Box. Jetzt gucken wir uns natürlich noch die untere an. Das war nicht ich. So. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Mystische Elfenpaar, nochmal ein paar Drachenflüche, allerdings die Low-Rare-Varianten. Nochmal ein paar Low-Rare-Varianten von den Wiedergeburten etc. Herbeigerufene Thunschädel, davon habe ich definitiv mehr. Ich weiß bloß nicht, wo ich die hingelegt habe. Ich weiß, dass hier nicht alle drin sind. Ich habe, glaube ich, nochmal 6 Stück oder so. Genau, ein paar Barrel Dragons.
So, dann schauen wir uns die mal an. Holen wir die auch wieder von da. Ist besser. Genau, dann haben wir hier die Dark Magicians of Chaos. Der ist sogar First Englisch. Hier in Ultimate habe ich richtig viele von dem in Ulti. Geht ungefähr 55, oder ging damals 55. Ich glaube, mittlerweile ist er ein bisschen günstiger. Lege ich mir auch mal kurz raus. Ja, richtig, richtig krass. Spear Dragons, auch richtig schöne Sache. Da sind auch ein paar First dabei. Der ist First, der ist First. Dann ein paar Phoenix, die sind ja aus der Endzeit von Yugi, also aus dem letzten Yugi-Booster, die kamen dir raus. Phoenix von Nephthys und so ein Zeug halt. Also viele der Karten kennt man ja natürlich schon aus den Ordnern, die ich damals vorgestellt habe. Valkyrie ist auch krass. Aus der Jump. Da kommen auch noch ein paar dazu. In Prismatic Secret sieht sie halt unglaublich geil aus, ja. Richtig fetzig. Dann. Genau, ohne halt zur Königin Schlange. Irgendwo habe ich auch noch die Super Rare, die richtig viel wert ist. Die spanische, glaube ich. Muss ich aber nochmal gucken. Ich glaube, ich irgendwie in einem Ordner zwischen gelagert gehabt. Hab ich jetzt hier nicht drin. Also irgendwann, wenn ich ein paar Koffer voll habe, so 6-7 Koffer, nur mit Oldschool-Zeug, dann wird das alles nochmal auseinandergerissen und wirklich Sorten reinsortiert, dass alles beieinander ist. Aber es ist halt so ein bisschen schwierig, auch mega fett. Es ist halt so einfach ein bisschen schwierig, weil immer mal wieder was dazu kommt, obwohl du noch nicht alle Exemplare zur Seite hast sozusagen. Und dann ist aber in dem einen Koffer kein Platz mehr und du willst nicht umräumen, dann haust du es halt in den nächsten Koffer. Also entsteht da eine gewisse Unordnung, sag ich mal. Und ja, deswegen wird da irgendwann nochmal so ein abschließendes Drübergehen ja, stattfinden. Warum ist der hier drin? Ist eine relativ neue Karte, soweit ich weiß, aus Dragon of Legends 2. Aber zählt halt für mich einfach aufgrund der Thematik zu Oldschool, auch wenn es eine neu designte Karte ist sozusagen. Und ist deswegen halt auch wirklich dann hier drin, weil es gehört einfach zum schwarzen Drachen, also zum rotäugigen schwarzen Drachen und fertig. Rückstoßdrachen haben wir hier, 2 Stück, erste Auflage, ne 3 sogar. Die hier sind jetzt in... Oh Gott, es hat leider kein Autofokus, das Scheißteil. Collector's Rares, eine Abwandlung des Ultimate Rares, sieht nur wesentlich besser aus. Irgendwann, oder ich habe es auch schon ein paar Mal gezeigt, vielleicht findet ihr ja nochmal ein Video in meinen, auf meinem Kanal, wo ich das nochmal genau zeige. Ich glaube, irgendwo in den letzten 10 Neuzugängen ist auf jeden Fall so einer der Friesen Abyss-Spritzern in Collector's Rare. Ja, in Secret Rare ist die Barrel Dragons auch noch aus MC, genau. Hier auch Ultra First, richtig cool. Ultras haben wir auch ohne Ende. Genau, haben wir noch ein paar Gaias. Mensch, muss ich mich hier echt ranhalten. Jetzt habe ich noch 3 Minuten. 3 Minuten habe ich noch. Dann ist die Speicherkarte schon wieder voll. Marshmallow, genau. Das ist nichts Besonderes. Genau, nochmal ein Phoenix und Ultimate. Die sind jetzt alle aus der Tinbox. Ja, nichts Weltbewegendes. Schauen wir weiter. Das wird jetzt ein Kampf gegen die Zeit, meine Freunde. Genau, ein paar Horusse sind immer cool. Nochmal ein paar Rückstoßdrachen, nochmal einer First Edition. Nochmal ein paar Barrel Dragons. Blowjob-Drache wollte ich schon fast sagen. Blowback Dragon aus MC, auch mega cool. Interessant hier, Hintergrund ist Kamen und das Monster Secret. Gibt es ja so auch relativ selten. Ein paar Marshmallows, genau. Der ist natürlich auch noch relativ wertvoll. Der ist ein Ultimate, der geht auch so um die 100, soweit ich weiß. Oder ging um die 100 in First. Ja. Ist halt auch mega cool hier ein paar Gaia zornige Ritter. Kommen auch noch mehr, es sind nicht die einzigen. Definitiv nicht. So. Genau, Heiliger Phönix. Nochmal ein paar Gaia. Gaia in Alti, den lege ich mir auch noch raus. Ja. Damit ich in der WhatsApp-Gruppe immer wieder so ein bisschen was zum Angeben habe. Nicht, dass ich noch vergessen, wer ich bin. Eieiei. Ja. Der böse Haus auf Cards. Muss ständig prahlen, ey. Voll schlimm. Genau, ich glaube, wir sind wieder am Anfang, oder? Ja, wir sind wieder am Anfang. Wir sind wieder am Anfang und somit sind wir durch mit dem Koffer. Ich hoffe, es war euch nicht zu langatmig. Ich weiß, es ist halt immer ein bisschen viel Stuff.
aber dafür ist es schöner Stuff, den man hier zu sehen bekommt, den man vielleicht so leicht nicht irgendwo anders zu sehen bekommt, außer man googelt es vielleicht, Google-Bildern. Und ja, so, ich hoffe, euch hat das Video getaugt, ihr könnt ja mal eine Kritik da lassen, sehen werdet ihr das Ganze als ganz normalen Sammelkarten-Check, habe ich mich dazu entschlossen, das nicht als Sondervideo zu machen, das ist so ein spontaner Schluss, wird ein ganz normaler Sammelkarten-Check. Könnt ihr mal eine Meinung da lassen, ob die Sammelkarten-Checks vielleicht doch etwas variabler werden sollen, dass man halt mal diese Kartenerklärungen macht, vielleicht auch mal irgendeinen vorsortierten Binder zeigt, dass man da vielleicht die Möglichkeit hat, auch ein bisschen die Zeit zu überbrücken, weil, wie schon am Anfang des Videos erklärt, sowas wie Mega-Openings etc. wird es in nächster Zeit halt wirklich nur sehr eingeschränkt geben, wenn ich mal was finde, eben aufgrund der Tatsache, dass ich dann eben neues Arrangement habe ab 2020. Und bis dahin will ich halt alles abgezahlt haben. Gut, wir sehen uns dann zum nächsten Video, meine lieben Freunde. Beziehungsweise in der WhatsApp-Gruppe solltet ihr da drin sein. Beziehungsweise auf Discord. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.